Hallo Freunde, ich bin gerade aus Grönberg Richtung Menden unterwegs. Ich hoffe, man hört mich bei dem ganzen Lärm der Autos, aber gut, gehört halt dazu. Und ich muss eben diesen malerischen Ausblick, den muss ich euch einfach zeigen. Bevor ich das Video anfange, einfach genial. Ja, heute wollte ich, oder nutze ich eben einen anderen Weg und wollte mit euch auf die beiden am häufigsten ja, geguckten Videos von mir eingehen. Ach, schöne Pferde. Und zwar geht es dabei darum, wie man das Licht einschaltet und wie funktioniert die Schiebehilfe. Also das ist wohl das am meisten gesuchte bei mir und unter meinen Videos. Das heißt, es scheint die Leute zu interessieren. Und die beiden Sachen wollte ich ganz gerne in ein Video reinpacken. So, gehen wir als erstes auf die Schiebehilfe ein. Also die Schiebehilfe ist gesetzlich auf 6 km/h reduziert. Das heißt, man darf maximal, oder das E-Bike darf ein maximal, also das normale, bis auf 6 km/h oder bis zu 6 km/h unterstützen. Und jetzt zeige ich euch mal, ich bin eben von den Pedalen runtergegangen, drücke die Pfeiltaste nach unten und jetzt müsste das E-Bike eigentlich, ja, es geht hier leicht bergauf, deswegen hat er jetzt ein bisschen gebraucht, aber wie man deutlich sehen kann, also ja, ich drehe die Pedale nicht und das E-Bike fährt. Wir sind jetzt irgendwo bei 5 km/h. Das heißt, an sich funktioniert das Ganze wunderbar, auch im gesetzlichen Rahmen. Ich muss allerdings die ganze Zeit die Fall nach unten Taste halten. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, also in der Beschreibung von den Herstellern steht, es ist eine Schiebehilfe, keine Anfahrhilfe. Das heißt, eigentlich sollte man nicht unbedingt drauf sitzen, sondern eher das nur daneben gehen und dass das Fahrrad sich quasi selbst schiebt. Also ich muss euch einfach diese malerische Landschaft heute zeigen. Das ist einfach fantastisch. Das kann nicht anders, ich muss das einfach festhalten und mit euch teilen. Dieser blaue Himmel und ja, die weißen, herrlich weißen Wolken daneben. Das ist an sich einfach nur genial. Einfach nur genial. So, jetzt gehen wir einmal auf das Licht ein. Das funktioniert an sich auch genauso einfach wie die Schiebehilfe. Das ist einmal die Mode-Taste da unten. Und ich habe auch nachgesehen, also falls sich jemand wundert, also bei Fischer ist es als Mode beschrieben. Und die Falltaste nach oben. Wenn wir die beide gleichzeitig drücken, dann geht das Licht an. Also ich denke mal, jeder hat es gesehen, das Lichtsymbol ist angegangen. Das heißt, das Display jetzt ist jetzt beleuchtet und wenn jemand an sein Fischer E-Bike Licht dran hat, dann geht es auch gleichzeitig an. Viele Zuschauer, die das genutzt haben oder die mein Video schon gefunden haben, die haben sich wirklich bedankt, weil kaum einer wusste, wie es geht. Deswegen, also ich freue mich, das Ganze jetzt wirklich noch einmal zusammenfassen zu können. Kann man das in einem Video alles direkt sehen, muss man nicht doppelt googeln. Und ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Also ich werde jetzt nur noch jetzt weiterhin die malerische Landschaft genießen und meine Runde weiter drehen. Es ist so herrlich draußen, allein schon der blaue Himmel. Einfach nur genial, einfach nur genial. Ich bin begeistert. Also es macht auch Spaß, bei dem Wetter rumzufahren, das Ganze zu genießen. Ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ja, das muss ich einfach noch mal festhalten. Wir sind am Rande des Feldes noch mal ohne Ende Sonnenblumen. Und das ist
so ein genialer Anblick. Das muss man einfach nochmal auf Kamera aufnehmen. Genial. Einfach nur genial, wenn die Sonnenblume einen anschauen. Herrlich. Herrlich. Schön. Ich mach gleich noch ein paar Bilder. Da sind sie. Allein schon der Anblick. Da ist eine fleißige Hummel am Zugange. Da scheint es was zu holen zu geben. Hier war gerade eine Biene. Schön. Einfach nur schön. Ja, Freunde, bin gerade richtig happy. Hab ein Pärchen getroffen, sind mit einem Spider gefahren. Das ist ein Trike oder ein Motorrad, das drei Räder hat. Vorne zwei, hinten eins. Wird wohl in Kanada hergestellt. Ja, und die Bilder dazu zeige ich euch gleich mal kurz. Das macht einfach unglaublich Spaß. Das ja. Spaßfahrzeug. Gut, man kippt nicht um. Ja, das garantiert nicht. Das ist das Schöne. So, man kann das auch mit normalen Führerschein fahren, ja, sehe ich das klar. Richtig? Das kann man mit dem alten Klasse-3-Führerschein übernehmen. Okay, das dürfte ich sogar auch. Ja. Wow, das ist genial. Ist das, gibt es da mehrere Hersteller von, oder? Nee, das ist nur dieser Canon Spider heißen, die wird von Bombardier in Kanada gebaut. Okay. Ja, cooles Teil. Ja. Also ich habe gerade zum Glück eine Begegnung gehabt, da kam mein Traktor entgegen, somit durfte ich hier so einen Spider filmen. Und ich hab das schon ein paar Mal gesehen, aber ja, halt noch nie live. Ja, vielen Dank. Jetzt darf man mal